Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob Ihnen die äußerst komplexe Tatsache bewusst ist, dass heute Montag ist. Und am Montag, da haben die Investoren irgendwie das Bedürfnis nach Entertainment, nach Action, nach irgendeiner schönen Geschichte. Und jedes Mal an diesem Montag gibt es irgendwie eine schöne Geschichte. Stimulus-Geschichte, Handelskrieg, Hoffnung, GameStop, Gell, auch eine super Geschichte gewesen. Und jetzt haben wir heute Bitcoin und Elon Musk und Tesla. Ist natürlich eine super gute Geschichte, zumal es um Bitcoin zuletzt ein bisschen ruhig geworden ist. Und da war es Zeit, dass diese Sau nochmal durchs Dorf getrieben wird. Jetzt kaufen wir alle Bitcoin, weil Elon Musk und Tesla hat Bitcoin gekauft. Also macht es natürlich Sinn. Die Bitcoin-Kurse sind um 10% gestiegen auf diese Nachricht, dann allerdings wieder ein bisschen runtergekommen, aber es wird bestimmt schon wieder nach oben gehen, so viel scheint klar. Schauen wir uns mal an, was der gute Elon und seine Tesla hier alles veranstaltet haben. Man sagt, ja, wir haben Bitcoin gekauft und wir werden zukünftig auch Zahlungen in Bitcoin akzeptieren, gell? Also man muss ja sagen, der Elon, gell, er hat ja 1,5 Milliarden investiert und das, wo er eigentlich ohne diese CO2-Zertifikate Verlust machen würde mit Tesla. Also faktisch nimmt man es ja von den anderen, gell, die klassischen Autobauer, die müssen schön abdrücken für diese CO2-Subvention und der Elon bekommt es in seine Tasche und der kauft wiederum Bitcoin für diese Subvention. Das ist interessant, das macht Spaß und jetzt stellt sich eigentlich nur die Frage, wann werden Tesla-Autos in der Lage sein, wirklich Bitcoin zu meinen? Also Bitcoin zu schürfen, das wäre eigentlich die logische Konsequenz aus dieser ganzen Geschichte. Es ist zuletzt schon ein wenig ruhig geworden um Bitcoin. Hier sehen wir mal die Google Search Anfragen, also die Suchanfragen nach Bitcoin. Da gab es nochmal so ein Spike nach oben, aber so richtig gescheit war es nicht. Dementsprechend musste mal was her, was wieder ein bisschen saumotivierend ist und es ist heute gelungen. Dementsprechend sehen wir die Reaktion, alle sprechen nur noch von Bitcoin, alle sprechen von Elon Musk und da gerät doch glatt in den Hintergrund, dass eigentlich die Chinesen jetzt Schwierigkeiten machen, gell, immer diese Chinesen, dabei wächst doch Tesla gerade in China so immens, also überproportional, außergewöhnlich, da verkauft man teilweise also Autos. Wie viel ist jetzt nicht so wichtig, aber Autos. Na, und hier sehen wir, da hat der chinesische Marktregulierer gesagt, also wir hätten da ein paar Beschwerden, weil da Autos gebrannt haben, Batterien gebrannt haben. Das ist ja nicht schön. Unexpected Acceleration. Also plötzlich sind die Autos schneller geworden, gell? Also, ja gut, der Chinese, er ist ja kein Tempo gewöhnt. Nein, da muss er sich nicht wundern, wenn das Auto mal schneller wird. Wir sind ja das gewohnt. Na, dass da mal was schneller geht. Oder was haben wir noch? Air Update Failure. Also irgendwie so Update-Geschichten, die dann nicht so funktionieren. Egal, also wenn jetzt bei Tesla ein Serverausfall ist, dann kommen die Leute in ihre Autos nicht mehr rein. Aber schick ist er, gell, der Tesla. Na, fahren musst du nicht damit. Es reicht ja, wenn du ihn vor der Tür hast, gell. Dann die Nachbarn, also Tesla. Hey, schau her, ich kann zwar nicht mit ihm fahren, aber neidisch sind wir trotzdem, dass ein Tesla hat. Gell, also es ist wie es ist. Ne? Und die Aktie heute positiv, weil man denkt sich, ja gut, der Chinese, ne? Der Chinese, der Chinese, wie die Bayern sagen. Egal, Hauptsache wir haben Bitcoin. Das wird jetzt auch die Bilanzpositionen von Tesla ein bisschen volatiler machen. Positiv oder negativ? Natürlich positiv, weil Bitcoin steigt immer. Das ist wie mit den Aktien, die steigen auch immer. Insofern ist das praktisch vielleicht dann die Chance, dass die mal irgendwie doch Gewinn machen, also ohne jetzt die CO2-Subventionen, gell? Aber ja gut, aber jetzt werden die ja so viele Autos verkaufen, gell? Und Berlin, da Grünheide, also was da an die schönen, an die Brandenburger da verkauft wird an Autos, ne? Die sind ja schon total gierig, die wollen alle die Teslas haben. Und die nächste andere Sau, die gerne durchs Dorf getrieben wird, derzeit spricht man aber nicht so viel, das sind die sogenannten Micro-Stocks, also die ganz, ganz kleinen Aktien, die so dermaßen illiquide sind, dass wenn einer aus Versehen irgendwie mit dem Ellbogen auf die Tastatur fällt und die Enter-Taste dabei trifft, dass dann die Aktie gleich mal 30% steigt. Und das ist heute teilweise passiert hier mit verschiedenen Aktien. Also man wechselt im Prinzip von den Most Shorted Stocks wie GameStop, also von den am meisten geschorteten, jetzt in die illiquidesten. Na, da kannst du mit wenig viel bewegen, das macht auch Spaß, also Hauptsache Entertainment irgendwie. Na, das ist das Wichtige heutzutage, zumal an einem Montag und ein Dauerbrenner, eine Dauersau gewissermaßen ist der Russell 2000, ein Top-Index.
Der ist nur jetzt 11,5% gestiegen. Das war vor heute. Heute ist er nochmal 2% gestiegen. Also sind wir jetzt so bei 13,5%. Und jetzt muss man sehen, also über 100% vom März-Tief, damals letzter März Corona. Aber entscheidend ist, dass die Top 25%, die in diesem Index sind, die haben ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 100. Nicht schlecht, gell? Also gute Bewertung, am stärksten bewertet Plug Power, by the way, auch als Spitzenaktie mit großer Zukunftsaussicht. Jedenfalls gibt es von diesen Aktien 30 Firmen, die da ganz mit oben in der Marktgewichtung sind, die nicht mal Earnings haben, also die keine Gewinne machen, gell? Das ist ein Problem des Index insgesamt, der macht keine Gewinne, aber du brauchst da keine Gewinne, wenn du einen Impfstoff hast. Oder sind wir doch mal ehrlich, ne? Also Impfstoff ist Impfstoff und Gewinne sind Gewinne und wer schaut schon heutzutage auf Gewinne? Na, das ist so wie so Boomer-Geschichten sind das. Na, das braucht kein Mensch mehr. Apple oder sowas, Boomer, Steinzeit-Boomer. Na, das ist also, wir haben jetzt praktisch so Kurs-Gewinn-Verhältnisse im dreistelligen Bereich, aber das wird sich auszahlen in Zukunft, wenn man jetzt kauft. Wir sehen auch, dass im Russell 2000 zum Beispiel die Aktien mit der schlechtesten Bilanz, nämlich die 20%, die praktisch Verluste machen, dass die eine so starke Marktgewichtung haben in diesem Index wie noch nie. Also man sieht, die innere Qualität, die ist auf jeden Fall da. Es eignet sich daher als Sau, die permanent durchs Dorf getrieben wird. Insofern sind wir da dankbar, dass wir so permanent so Evergreens haben, die wir also permanent da praktisch durchs Dorf treiben können. Und wir sehen, es geht weiter Inflows in Aktien, respektive in Tech. Fund Flows, also in, wie soll man sagen, Fonds, ETFs, was auch immer, die Tech-Aktien abbilden, massive Inflows. Und wir haben eben untere Grafik hier eine gewisse Outperformance an Inflows bei diesen Small Caps, weil man sich Wundersames erwartet von der Konjunkturerholung. Also da werden Unternehmen, die vorher defizitär waren, die wären gleich dermaßen profitabel, also vor der Corona-Krise defizitär waren, die wären nach der Corona-Krise so dermaßen profitabel, gell? Das ist ja alles noch nicht eingepreist, nicht so wirklich, gell? Jetzt wird es halt eingepreist, so langsam, aber ist ein Wahnsinnspotenzial nach oben. Wir haben jetzt insgesamt 73% der S&P 500 Unternehmen, die berichtet haben in dieser Berichtssaison. Die neigt sich ja langsam zum Ende und die Gap Earnings sind immer noch 18% unter Vorjahr. Also ein bisschen schlechter, ne? Aber bei doppelten Kursen. Ne? Das ist eine Relation, die passt schon, man musste sie nur passend machen. Wie heißt das, was nicht passt, das wird passend gemacht, schaffen wir. Und jetzt haben wir natürlich dann die Ermöglicher dieser wunderbaren Aufwertungssituationen an den Märkten. Zum Beispiel haben wir da die Janet Yellen und da gibt es ja diese Idee, okay, da könnte jetzt Inflation entstehen. Da könnte jetzt tatsächlich, wenn wir also praktisch jeden fünften Dollar, der jemals gedruckt wurde, jetzt allein in 2020 drucken, dann könnte Inflation entstehen. Absurder Gedanke und deswegen sagt jetzt natürlich die Janet Yellen, neue Finanzministerin, wie es ausschaut, ja, also schau mal her, ich habe so lange die Inflation studiert, also so lange habe ich das studiert, also in der Theorie. Und ich habe mir schon lange Sorgen gemacht über die Inflation, gell? Also sie ist ja schon ein bisschen älter, sie hat sich schon länger Sorgen gemacht. Und ich kann dir sagen, wir haben die Tools to deal with that risk if it materializes. Also wir haben die Instrumente, wenn das kommt, gell? Zack. Dann haben wir die Werkzeuge und dann drehen wir praktisch mit so einem Schraubenschlüssel die Inflation ab. Gell? Also ihr müsst ja mal auch das glauben, was die Janet sagt. Na, die war Fettchefin. Na, die hat schon Reden gehalten vor Universitäten. Nein, das musst du erst einmal machen. Na. Also was die sagt, das stimmt jetzt permanent. Jetzt kommt dann wieder so, da ist sie gerade jetzt in Las Vegas, gell? Da Notenbankpresse. Und jetzt kommen die Demokraten obendrauf, wollen nochmal $3,600 pro Kind, gell, also auch wenn es jetzt ein Millionärssöhnchen ist, gell, kann er $3,600 haben, das macht nichts, es schadet ja nichts und jetzt kann man sagen, ja gut, das minimale Defizit, das die Amerikaner haben, gell, was haben sie jetzt im letzten Quartal, haben sie ja nur irgendwie knapp 300 Milliarden, das ist ja nichts, ne, also das ist ja... Na, also das ist ja
Quartalsgewinn von JP Morgan so ungefähr. Ne? Das kannst du mal draufhauen. Und jetzt kommt da wieder so die Miesmacher, gell? So diese Mohammed El Erian, wer so schon heißt, ne? Der muss ja irgendwie schlecht drauf sein. Ne? Jetzt sagt der, das Einzige, was diesen Markt stoppen kann, ist ein Unfall und wir sind gar nicht weit von diesem Unfall entfernt. Ja, welcher Unfall denn bitte? Ne? Was soll denn da verunfallen? Es ist doch ein Unfall in Zeitlupe, okay, aber Zeitlupe halt. Ne? Und er sagt da, okay, oder das Zweite, was passieren kann, dass die FED die Kontrolle verliert über die länger laufenden Anleihen. Aber das passiert nicht, weil die haben die sogenannte Yield Curve Control. Die können also sagen, ja, liebe Leute, wir kaufen so lange langlaufende Staatsanleihen, dass die Renditen nicht steigen können, gell? Ne? Also, was soll passieren? Hören Sie nicht auf diese Miesmacher. Das macht keinen Sinn. Und jetzt vielleicht ganz kurz, wie sinnvoll dieser Stimulus ist. Hier sehen wir mal die GameStop-Aktie, gut, wieder ein bisschen im Minus, gell? Also das war halt die Sau, die ist inzwischen verstorben, kann man sagen. Jetzt haben wir da zum Beispiel eingezeichnet die Schecks, wann diese Stimulus-Schecks gekommen sind. Und bums, hier sehen wir praktisch im Trading Interest, also was Handelsvolumen bei Retail-Tradern. Und da kommt der Scheck und bums geht das Handelsvolumen nach oben, gell, vor allem Penny-Stocks, weil die sind ja günstig. Ne? Aktien, die günstig sind, die werden gerne gekauft, weil sie dann teurer werden. Und wir sehen hier auch bei Reddit, da ist richtig schön gepostet worden, Unique User, Unique Authors, also faktische Autoren bei Reddit, hier Stimulus auf der rechten Seite und booms, dann ging es gleich nach oben. Also wer praktisch einen Scheck bekommt, der hat eine Neigung, dann Posts auf Reddit zu schreiben, Wall Street Bets und dann eben GameStop gekauft. Aber jetzt ist leider GameStop gefallen, jetzt ist praktisch der Stimulus-Scheck schon wieder verpufft, gell, weil Verlust für die meisten. Naja, wir warten dann, bis die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Eine Sau, die derzeit total unattraktiv ist, das sind die Bonds, also die Anleihen. Gell, weil man sagt ja, die Renditen müssen nach oben für Staatsanleihen, deswegen kaufe ich keine Bonds, weil es ist ja umgekehrt so, also wenn jetzt die Anleihen steigen, dann fallen die Renditen und andersrum, wenn die Renditen steigen, fallen die Anleihen. Gell, haben sie es begriffen? Ich nicht, aber das macht nichts. Jedenfalls sehen wir die Ratio, also das Verhältnis zwischen Anleihen und Aktien ist jetzt ein bisschen deutlich zu den Aktien ausgeschlagen, völlig berechtigt, gell, weil wir schon Anleihen und wer will so günstige Aktien nicht kaufen, gell? Also das Bewertungsniveau ist ja spektakulär günstig. Und jetzt möchte ich, meine Damen und Herren, jetzt möchte ich nochmal eine Klarstellung machen. Heute Morgen hatte ich dieses Beispiel dieses jungen Mannes gebracht, der bei Stuttgart, ja, okay, ist eine Strafe genug, wenn du schon bei Stuttgart einen Laden hast. Jetzt sind wir mal ehrlich, gell, als Oberbayer muss ich das leider, jetzt kommt natürlich Shitstorm von die Schwaben, ist klar, aber sei es drum. Also der hat jetzt hier mal vorgerechnet, was er an Förderung bekommt. Ein Einzelhändler, irgendwie, glaube ich, Mode oder irgendwas, hat mehrere Filialen, kleine Filialen, und hat gesagt, okay, ich habe Umsatzverlust wegen den entzwungenen Lockdown von knapp 209.000 Euro und hat Entschädigung inklusive Kurzarbeitergeld bekommen von 17.600 Euro. Und da haben viele geschrieben, Fugmann, Gewinn ist nicht Umsatz. Ich bin da mal ganz tief in mich gegangen und habe gesagt, stimmt, da mag es einen Unterschied geben. Und das war mir dann auch kristallklar, dass es da diesen Unterschied gibt. Aber selbst wenn der Mann jetzt viele Läden hat oder Ladenmiete zahlt, ja, dann hat er wahrscheinlich von diesen 17.000 Euro natürlich nicht mal wahrscheinlich die Ladenmiete bezahlt, geschweige denn andere Kosten, Heizung, was man jetzt noch so hat, Börsenkosten, ne? Die sind ja auch da. Und das wollte ich nochmal klarstellen. Natürlich ist mir dieser Unterschied praktisch klar, dass es Umsatz nicht gleich Gewinn ist, gell? Aber mit 17.000 Euro wirst du wahrscheinlich hier nichts werden. Und das gilt auch für andere Leute, mit denen ich gesprochen habe, die Restaurants haben etc. Die Fixkosten laufen ja weiter, aber dann kommt es zu Erstattungen, die um und bei 10% des Umsatzes betreffen oder ausreichen würden, ist weit, weit unter Fixkosten. Und die sagen, okay, vielleicht schaffe ich den März noch, vielleicht aber auch nicht. Und das ist die reale Situation. Also während die einen Party feiern, die anderen ein bisschen ernüchtert sind, GameStop und so weiter, geht es bei den anderen um die nackte Existenz. Das ist so ein bisschen die Bandbreite des alltäglichen Wahnsinns in Lockdown-Zeiten. Abschließend, meine Damen und Herren, noch ein völlig ernst gemeinter Hinweis. Wir machen eine Aktion zusammen mit Stefan Heibel und dem Heibel-Ticker. Ich weiß nicht, ob Sie Stefan Heibel kennen. Er ist eigentlich ziemlich bekannt.
Handelsblatt zum Beispiel schreibt ja öfter über das Sentiment beim DAX. Was ist da los? Wie ist die Stimmung? Und er gibt einen Börsenbrief raus, der für mich zum Beispiel sehr wichtig ist, der für mich als Grundlage oft für die Videos durchaus relevant ist. Und wir haben jetzt eine Sonderaktion. Wer will, kann sich hier kostenfrei registrieren, bekommt diesen Profi praktisch Börsenbrief, muss man sagen. Und das Ganze endet automatisch. Wird sich also nicht verlängert, da ist keine Abo-Falle oder irgendwie sowas, sondern das ist einfach mal die Chance. Hey, das ist wirklich eine Geschichte, weil viele sagen, ja, der Fugmont, der könnte ja mal was empfehlen, gell, aber ich habe mir eigentlich geschworen, ich empfehle nichts, nicht einmal mich selber. Hier gibt es Empfehlungen, ja, also deswegen darf ich darauf verweisen, ich packe den Link, wo Sie das machen können, es geht nur bis Ende Februar, ist eine Sonderaktion, nur mit der Finanzmarktwelt und der Heibel-Ticker, den packe ich unter das Video und hätte mich freuen, wenn Sie sich das einfach mal anschauen, wie gesagt, es endet automatisch, Sie haben also kein Risiko und jetzt wünsche ich das Allerbeste und vielleicht wird morgen ja noch einmal eine Sau durchs Dorf getrieben, aber normalerweise ist Montag prädestiniert, gell? Also am Dienstag, ja, aber da fällt dann schon was ein, gell? Irgendeine Sau gibt's immer. Schönen Feierabend, Servus.